Die Habeck-Rede, der Grünen-Parteitag. Heute mache ich kürzer, versprochen, das Video wird nicht so lang. Also, mit Feuer, mit Überzeugungskraft und natürlich auch mit dem Gefühl, er muss bei den Grünen die Regierung natürlich verteidigen und sagen, regieren ist besser als in Opposition sein. Man kann sich die Realität nicht backen. Das war alles da. Aber ich habe immer so dieses Gefühl der Realitäts, nicht Realitätsverleugnung. Ich glaube schon, er glaubt da wirklich dran, was er da sagt. Aber er sieht natürlich nicht diese Hauptpunkte. Ne? Er hat zum Beispiel gesagt, China und Amerika gehen voll voran, wenn es um Technologien geht für den Stopp der Klimaerwärmung. Und wir müssen kontern. Da muss man sagen, Moment, die Chinesen strömen jedes Jahr, und das wird weitergehen bis 2030, 2035, jedes Jahr mehr CO2 aus, verbrennen mehr fossile Energieträger als im Jahr davor. Also die Chinesen werden weiter mehr verbrauchen. Natürlich pflastern die auch alles voll mit Sonnen- und Windenergie und zwar vollkommen richtig. Und die Amerikaner auch. Aber beide Länder, und das hat der Habeck nicht begriffen, sind nicht so dämlich wie wir, die nämlich auf Kohle setzen als grüne Partei, weil sie es nicht ertragen können oder was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, den Ukraine-Krieg anfeuern, der übrigens auch CO2 ausstößt, bis der Arzt kommt. Und von daher ist dieses, sagen wir mal, dieses Thema wieder eine Realitätsverleugnung ist, die vollkommen sozusagen an der Faktenlage vorbeigeht und trotzdem so überzeugend in diesen Reden rübergebracht werden kann, das finde ich sensationell. Ne? Wir müssen noch mal Folgendes sehen. Jetzt nehmen wir noch mal, wie er ja auch sagt, wir haben Corona, dann haben wir den Ukraine-Krieg, der Angriffskrieg der Russen und so weiter und so fort. So. Und jetzt Israel, wie auch immer. Also. Sie, diese Regierung, jetzt haben ja Atomkraftwerke abgeschaltet, die CO2-neutral sind, gehen dafür mehr auf Kohle, befeuern Kriege an. Und gleichzeitig sagen sie, wir brauchen die 60 Milliarden und natürlich noch viel mehr für die industrielle Umwandlung. Aber die industrielle Umwandlung auf erneuerbare Energien muss natürlich kommen durch Regierungsanreize, aber von der Industrie bezahlt werden. Aber das funktioniert ja eben nicht, weil die Energiekosten zu hoch geworden sind in Deutschland. Denn Deutschland sind die einzigen Vollpfosten, die eben Atomkraft abschalten, Gas nur teuer einkaufen über Katar etc., Fracking-Gas oder Flüssiggas, die über Russland nach wie vor von Europa verkauft werden. Und wir kaufen das Flüssiggas aus Spanien, aus Frankreich, Rumänien und so weiter ab, obwohl es aus Russland kommt. So. Der Schuh, lieber Robert, wird doch nur so draus, dass wir zuallererst die Industrie unterstützen müssen, indem wir wieder normale Energiepreise bekommen. Unsere Energiepreise in Deutschland sind durch diesen Energiemix, den wir jetzt haben, durch die ganzen Zukäufe und Erneuerbare und alles zusammen, viel zu teuer. So. Und natürlich wäre die kurzfristigste, beste Lösung, das normale Gas wieder über Nord Stream von den Russen zu erhalten, weil es sich ja nun mal rausgestellt hat, dass die Sanktionen nur uns schädigen, aber nicht Russland. So, jetzt nehmen wir mal an, trotz des Krieges könnten wir dieses Gas beziehen, da würden wir die Ukrainer nicht mit schädigen und vielleicht die Russen sogar wieder auf den Weg bringen, diese Kriegstreiberei aufzuhören. So, der zweite Punkt, den auch Habeck sagt, der vollkommen absurd ist, ist, Putin gefährdet unsere Sicherheit. Nein, Putin gefährdet nicht unsere Sicherheit. Und wir haben diese ganze Scheiße von Aserbaidschan, diese ganzen Massaker, die Massaker Jemen, Mali etc. etc. Überall ist die Sicherheit gefährdet. Nordkorea, Südkorea, Taiwan, China und so weiter. Auf der ganzen Welt. Putin greift die NATO nicht an. Die Ukraine kämpft für sich selber, nicht für die NATO, nicht für uns. Selbst wenn Russland Putin die Ukraine schlucken würde, ist bei uns keine unsichere Lage. So. Bin natürlich auch nicht dafür, dass die Russen die Ukraine schlucken. Aber ich bin dafür, dass es einen Friedensvertrag gibt, wo beide Seiten etwas davon haben. So, gut, wir brauchen jetzt über diesen Krieg reden wir jetzt nicht, aber die Faktenlage ist, wenn wir über die Wirtschaftspolitik reden, dass das russische Gas über die Pipeline
unsere Energiekosten enorm senken würde, dadurch die Industrie nicht abwandern würde, dadurch das Bruttosozialprodukt nicht runtergehen würde und die Wirtschaft könnte sich erholen, die Arbeitsplätze würden eher erhalten werden und so weiter. Und es würde mehr Freiraum sein, auch für Forschung oder Umsetzung noch mehr erneuerbare Energien an den Start zu bringen. Das macht ja China und Amerika aus einer starken Wirtschaft, wo sie CO2 rausblasen, bis der Arzt kommt, gleichzeitig dieses Umsatteln, gleichzeitig dieses Problem, zum Beispiel dieser Versuch mit kleinen Nuklearwerken, das ist jetzt anscheinend zu teuer, machen sie nicht kleine Atomkraftwerke und so weiter. Aber die experimentieren und machen und tun, ja, aber basieren auf einer starken, auf einer billigen Energieversorgung für die Industrie. Deshalb können die eben deutlich preiswerter herstellen und deshalb können sie eben auch dementsprechend im Weltmarkt kommen sie besser zurecht als Deutschland, die einzige Industrienation, die schrumpft. So. Und umso verzweifelter und euphorischer diese Reden werden, umso beschissener ist die Situation in der Realwelt. So, das war einfach nur mal hier mein kurzer Zwischenruf, dass ich es unglaublich finde, mit welcher Fakten- und Realitätsleugnung diese ganzen Parteireden immer ablaufen. Ne? Also hanebüchen, lächerlich und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie wirklich dran glauben. Das wäre ja ganz schlimm, wenn sie wirklich dran glauben, was sie da sagen. Das wäre fast noch schlimmer, als ich bediene jetzt hier einfach meinen Parteimob, damit die hinter mir bleiben. Ne? Also keine Ahnung, aber es ist schon erschreckend, welche Argumentationstools benutzt werden. Man hat am Schluss der Rede den Eindruck, nach dem Motto, die boykottieren uns, wenn die Realität nicht so ist, wie wir es sagen, dann ist es scheiße und dann sind die alle schuld. Ne? Aber er ist ja der Wirtschaftsminister, er macht das ja. Also, die sind jetzt seit 2 Jahren in der Regierung und alle Weichen, die sie gestellt haben in dieser kurzen Zeit, haben dazu geführt, dass die Energiepreise höher gegangen sind, dass die Welt unsicherer geworden ist, dass die Bundeswehr verteidigungsunfähiger ist als jemals zuvor, etc. Natürlich hatte Merkel eine Riesenschuld an dieser ganzen Situation. Aber man muss doch als Regierung kurzfristig versuchen, die Sachen vom Tisch zu bringen. Ne? Migration eindämmen, Integration durch Arbeitspflicht nach hochschrauben, dass die Leute sich schneller integrieren, schneller arbeiten, weniger staatliche Leistungen bekommen und so weiter. Die Themen, die die AfD stark machen zum Beispiel, sind ganz einfach zu lösen, aber man muss sie eben leider angehen und tatsächlich lösen und nicht nur darüber labern. Ja. Dass er sich bei dem eigenen Parteitag jetzt quasi durchsetzen musste gegen den Flügel der jungen, was weiß ich, der jungen Grünen, die gesagt haben, wir dürfen auf keinen Fall diese schlimmen, schlimmen Antimigrationsgesetze verabschieden, der Beschluss, den die Ampel beschlossen hat. Das zeigt ja schon diese vollkommene Absurdität, die da denken, weil die Wahrheit ist ja, dass der Ampel-Migrationsbeschluss gar nichts bringen wird und keinerlei illegale Einreisenden hier verhindern wird und wir nach wie vor Jahr für Jahr, wenn es bei diesem Beschluss bleibt, mit 350.000 Illegalen dastehen und 15.000, die abgeschoben werden. So, wenn das war, dann muss man überlegen, das ist dann schon zu hart für die Grünen, weil, habe ich ja schon im anderen Video gesagt, die würden sich ja freuen, wenn wir quasi kaum noch einen deutschen Bäcker finden am Schluss. Ja, also, das war's.